Was wiegt schwerer, das Recht, über den eigenen Körper bestimmen zu dürfen oder der Schutz des ungeborenen Lebens? Wir starten Nano heute mit dem Blick auf die aktuelle Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche und damit über den Paragraph 218 in Deutschland. Der aktuelle rechtliche Stand bringt viele Frauen in existenziell schwierige und stark belastende Situationen. Wer ungewollt schwanger ist, muss kein Kind bekommen. Doch wenn Frauen eine Schwangerschaft abbrechen, verstoßen sie damit immer noch gegen geltendes Strafrecht. Ich bin Lehrerin in Bayern. Es darf niemand erfahren, dass ich abgetrieben habe. Als ich dem Arzt sagte, ich kann das Kind nicht behalten, war ich plötzlich ein schlechter Mensch. Der Vater des Babys wollte, dass ich abtreibe. Er sagte immer, na, ist der Parasit noch da? Man muss ja relativ viel machen, wenn man sich dazu entscheidet, abzutreiben. Es ist ja relativ bürokratisch, da es ja eine Straftat immer noch darstellt. Denn zum Schutz ungeborenen Lebens hat eine Frau grundsätzlich die Pflicht, die Schwangerschaft auch auszutragen, so das Bundesverfassungsgericht vor 30 Jahren. Das habe ich mich auch gefragt, was ist, wenn ich jetzt doch das dritte Kind bekomme und es geht nicht. Also wir sind zwar beide Vollzeit arbeiten, aber... Ein drittes Kind können Sie sich... Nein, vor allen Dingen hier nicht. Nadine wohnt mit Mann und zwei Kindern in München. Im Mietvertrag steht Wohnung für vier. Ein drittes Kind hieße also umziehen und in München dauerhaft viel mehr Miete. Die finanzielle Situation und ein fehlender Partner, das sind die häufigsten Gründe für einen Abbruch. Erst wenn man ungewollt schwanger ist, sagt sie, versteht man, was Paragraph 218 wirklich bedeutet. Es war die schwierigste Entscheidung. Was meinen Sie, müsste sich ändern? Dass man nicht als Mörder dasteht? Obwohl bislang nur eine einzige Frau wegen Paragraph 218 verurteilt wurde, bestimmt die geltende Rechtslage das Leben hunderttausender junger Frauen wie Nadine. Um kaum einen anderen Paragraphen wird so erbittert gestritten und das seit Jahrzehnten. Die aktuelle Fassung stammt aus dem Jahr 1993. Damals hatte sich das Bundesverfassungsgericht das letzte Mal mit Paragraph 218 beschäftigt. Jetzt steht das Thema wieder auf der politischen Agenda, da eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission aus Expertinnen und Experten folgenden Vorschlag macht. Abtreibungen sollten in den ersten 12 Wochen grundsätzlich legalisiert werden. Zu diesem Vorschlag gibt es nun verschiedene Stimmen und Einordnungen, die wir hören und ein bisschen sortieren wollen. Wir starten mit einer juristischen Einschätzung. Celine Feldmann, Vorsitzende der Arbeitsgruppe zum Schwangerschaftsabbruch des Deutschen Juristinnenbundes, begrüßt den Vorstoß. Wir unterstützen die Ergebnisse der Expertenkommission sehr. Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist nicht wirklich dazu geeignet, das ungeborene Leben zu schützen. Eine Kriminalisierung führt eher dazu, dass Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren Bedingungen vorgenommen werden. Eine Reform des Paragraphen 218 hält die katholische Kirche dagegen für unnötig, so auch der Berliner Erzbischof Heiner Koch. Ich halte das Wort Entkriminalisierung für gefährlich, es ist absolut tendenziell. Das Recht hat die Aufgabe, den Schwächsten in einer Gesellschaft, in einem Fall, zu schützen. Der Schwächste ist hier das ungeborene Kind. Ich glaube, dass eine Freigabe des Rechtsanspruches, der mit dem Gesetz verbunden ist, bedeuten würde, dass das ungeborene Kind noch weniger Schutz hat und noch weniger Mandat in dieser Gesellschaft hat, als es jetzt noch ohnehin nur hat. Aktuell ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland rechtswidrig. Er bleibt aber straffrei, wenn sich die Frau beraten und den Eingriff in den ersten 12 Wochen vornehmen lässt. Dennoch heißt es im Strafgesetzbuch, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zudem steht die Regelung im Strafgesetzbuch in Nachbarschaft zu Mord und Totschlag. Wir treffen Matthias David. Er ist geschäftsführender Oberarzt an der Frauenklinik der Berliner Charité und Leitlinienkoordinator der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Was sagt er als Mediziner zur juristischen Diskussion? Die Kernfrage, wann beginnt für ihn menschliches Leben? Diese Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil letztlich von Beginn an, von der Befruchtung bis zur Geburt und auch letztlich weitergeführt bis zum Tod des Menschen, letztlich ein Kontinuum besteht, also eine kontinuierliche Entwicklung von der befruchteten Eizelle bis zur Geburt, Weiterentwicklung, Erwachsenwerden, Alter, Tod. Es ist für mich als Mediziner oder als Frauenarzt
sehr schwierig zu sagen, jetzt hier gibt es einen Sprung in der Entwicklung. Aus Sicht des Juristinnenbundes ist die aktuelle Fassung des Paragraphen 218 in mehrfacher Hinsicht problematisch. Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, würden stigmatisiert werden. Zudem fordern die Juristinnen, Krankenkassen sollten die Kosten des Eingriffs generell übernehmen. Und sie haben weitere Kritikpunkte. Wir haben erhebliche Probleme, was die Versorgungslage anbelangt. Man muss da anders ansetzen und eher die selbstbestimmte Entscheidung unterstützen. Also Beratungsstellen ausbauen, flächendeckendes, barrierearmes Beratungsangebot schaffen. Für die katholische Kirche ist die aktuelle Regelung jedoch noch immer ein akzeptabler Kompromiss. Der Paragraph 218, so wie es ist, hat auch von uns als Kirche und von uns als Christen sehr viel abverlangt, weil wir natürlich von dem Gebot Leben leben lassen, jedes Leben schützen wollten und dass diese Freiheit, die dann die Mutter hat, auch natürlich für uns eine Herausforderung ist. Ich glaube, dass mit diesem Weg, der von allen auch gewisse Einschränkungen und Rücknahmen ihrer absoluten, in Anführungsstrichen, Überzeugung verlangt, schon eine große Herausforderung ist, die sich nach meinem Empfinden bewährt hat. Die Regierungskommission empfiehlt in ihrem Bericht zudem, das Lebensrecht des Ungeborenen stufenweise dem Selbstbestimmungsrecht der Frau gegenüberzustellen. Die Kommission unterteilt dabei die Schwangerschaft in eine frühe, mittlere und späte Phase. Eine gute Entscheidung? Da kann ich aus medizinischer Sicht wenig Argumente dafür geben, sondern muss eher daran zweifeln, dass das eine gute Entscheidung ist, das vorgeburtliche Leben zu dritteln und jedem Drittel dann eine besondere Wertigkeit zuzuordnen. Alle Beteiligten der Diskussion um eine Reform sind sich in einem Punkt einig. Die Welt hat sich seit dem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 weitergedreht. Seit dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts hat sich vor allem eins verändert: das Bewusstsein vieler Menschen, dass das ungeborene Leben menschliches Leben ist, dass in der Argumentation eigentlich nur noch von dem Recht der Frau gesprochen wird und das Kind aus dem Blick geraten ist. Der Juristinnenbund sieht das ganz anders. Normalerweise, wenn wir jetzt über Strafrecht reden, da haben wir zwei vielleicht widerstreitenden Rechtspositionen. Also auf der einen Seite das ungeborene Leben, auf der anderen Seite die Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person. Und dieses Selbstbestimmungsrecht hat in der Entscheidung von 1993 relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und die Abwägung ist sehr, sehr kurz ausgefallen. Und da sind wir einfach weiter. Die Positionen zu einer Reform des Abtreibungsrechts liegen weit auseinander. Ob und wann die Regierung, wie die von ihr eingesetzte Kommission vorschlägt, bei Paragraph 218 nachbessert, bleibt ungewiss. Ja, und wir wollen zu dem Thema jetzt auch noch mal einen Perspektivwechsel machen mit der Frage, in welchem Umfang und mit welcher Sicherheit können Schwangerschaftsabbrüche derzeit denn überhaupt gewährleistet werden? Schließlich helfen Frauen, bei denen ein Abbruch durchgeführt werden soll, die juristischen und moralischen Diskussionen in der konkreten Situation reichlich wenig. Eine gute medizinische Versorgung zählt und die ist nicht selbstverständlich. Es ist der häufigste gynäkologische Eingriff. Jedes Jahr brechen bundesweit ca. 100.000 Frauen eine Schwangerschaft ab. Doch immer weniger haben noch ausreichend Zugang zu Kliniken und Praxen, wie die von Constanze Hach in Berlin. Diese Zugangshürden, die sind einfach nicht tragbar. Wir sehen jeden Tag hier auf Frauen sitzen, die uns von ihrer Odyssee erzählen, bis sie zu uns gefunden haben und dann alle Papiere zusammen haben. Denn immer weniger Ärzte wollen Abbrüche noch durchführen. Die sind schlicht kein Teil der Ausbildung. Und Paragraph 218 droht auch Ärzten mit Strafe. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in 85 von 400 Landkreisen die ärztliche Versorgung für Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr angemessen gewährleistet wird. Die Mehrzahl dieser Landkreise liegt in Bayern. Aber auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und NRW ist der Versorgungsgrad teilweise kritisch. Friedrich Stapf ist Arzt in Bayern und 78 Jahre alt. Wenn er irgendwann in Rente geht, dann haben Frauen in ganz Bayern ein Problem. Er macht 2500 Abtreibungen pro Jahr. Wir erreichen ihn zu Hause. In einer Großstadt wie München oder Berlin gibt es jede Menge Ärzte, aber auf dem Land und in der Umgegend gibt es halt keine. Und die Frauen
erreichen uns, zum Teil müssen die anderthalb Stunden fahren. Die Versorgung in puncto Schwangerschaftsabbrüche sei deutschlandweit prekär. Nicht mal die komplette Streichung von Paragraph 218 könnte daran sofort etwas ändern. Inwieweit würde denn jetzt die Straffreiheit bis zur 12. Woche die ärztliche Versorgungslage für Frauen in Deutschland tatsächlich sofort verbessern? Überhaupt wird es nichts verbessern. Null und nix. Ich glaube nicht, dass durch Abschaffung des 218 sich jetzt die Versorgungslage ändert. Glaube ich nicht. Die Ärzte gibt es nicht, die es machen. Ich bin Laura Dornheim, ich bin heute 40. Ich habe zwei süße Kinder und habe mich aber auch einmal in meinem Leben gegen eine Schwangerschaft entschieden. Es kam da dieses Gefühl von Gängelung und Bevormundung auf, weil sie nicht einfach in eine Arztpraxis gehen und die ungewollte Schwangerschaft sofort beenden konnte. Frauen, schloss sie daraus, sollen sich möglichst lange schlecht fühlen. Das war für mich der emotionale Tiefpunkt in dieser Situation, wo ich so das Gefühl habe, die Würde des Menschen ist unantastbar, außer der Mensch ist ungewollt schwanger. Das macht mich heute noch wütend, wie damit umgegangen wird. Lassen sich Schwangerschaftsabbrüche auch ohne Strafrecht regeln? Für die Bundesregierung sollte das eine Expertenkommission prüfen, mit der Empfehlung, Abtreibungen unter bestimmten Umständen zu legalisieren. Hoffnung für Laura Dornheim. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich war so froh. Und dass wir jetzt wirklich eine Chance haben, dass dieser Paragraph wegkommt, das wäre so gut. Ich hoffe, dass die Ampel sich da schnell durchsetzt und den Empfehlungen der Expertinnen folgt. Zeit für eine Umsetzung der Straffreiheit bleibt der aktuellen Regierung nur noch bis zur nächsten Bundestagswahl. Die Expertenkommission hat ihren Vorschlag ja im April vorgelegt. Weder Justizminister Buschmann noch Gesundheitsminister Lauterbach haben in den vergangenen Wochen konkrete Schritte angekündigt. Es ist so bequem, egal wo wir sind, egal was wir wollen. Online können wir alles zu jeder Tages- und Nachtzeit bestellen. Elektroartikel, Haushaltswaren, Klamotten und. Konsum per Klick. Und dann landet es im Paket an der Haustür. Aber eben oft auch wieder im Paket zurück. Es wird retour gesendet, was das Zeug hält. Und weil viele Online-Plattformen mit dem Zurückgeschickten gar nichts mehr anfangen können oder wollen, kann es dann über einen Umweg wieder bei uns landen. Im Internet findet man sie in großen Mengen, sogenannte Mystery- oder Retourboxen. Darin befinden sich von ursprünglichen Kunden zurückgesendete Waren. Genauer Inhalt unklar. Warum werden solche Waren überhaupt angeboten und versendet? Wir haben drei unterschiedliche Boxen bestellt und wollen herausbekommen, was es mit ihnen auf sich hat. Doch natürlich ist das Retourenproblem größer und geht weit über solche Mystery-Boxen hinaus. Wissenschaftlich beschäftigt sich Björn Astecker an der Universität Bamberg mit der Retourenfrage. Also die Retourenquoten, die sind vergleichsweise konstant, auf einem konstant hohen Niveau, auch wenn immer wieder gesagt wird, es wird vermieden und verhindert, wo es nur geht. Und dadurch, dass mehr im Onlinehandel eingekauft wird, steigt diese Paketmenge seit Jahren. Die Bearbeitung einer Retoure kostet die Händler bis zu 15 Euro. Um Geld zu sparen, verkaufen sie die Retouren direkt an Drittanbieter. Die versprechen ihren Kunden dann Ware zum geringen Preis und die Aussicht auf ein Top-Produkt. Halten sie ihr Versprechen? Unsere Boxen sind eingetroffen. Gekostet haben sie 30, 70 und 120 Euro. Alle sollen unter anderem Artikel aus dem Elektronikbereich enthalten. Voller kleiner Artikel, wild reingeschmissen, kann aber natürlich auch durch den Transport etwas durcheinander gekommen sein. Bei einigen der Produkte fällt auf, dass sie bereits geöffnet oder sogar schon benutzt worden sind. Hier ist nun auch die Verpackung, die zu diesem Thermometer hier gehört. Viele Artikel sind offensichtlich B-Ware und kein Top-Produkt. Schon einiges mitgemacht, schon nass geworden die Verpackung hier, auch schon kaputt und aufgerissen. Und auch hier unten ist es schon auf die Packung. Außerdem fällt auf, dass viele Artikel in großer Zahl in den Boxen sind. 5 Stück, ob man davon nun so viele auf einmal braucht. Nochmal Uhren. Davon haben wir hier schon 2 Stück, insgesamt also 4. Kein Wunder, Deutschland ist Retouren-Europameister.
Das hängt damit zusammen, dass wir in Deutschland gewisse Rahmenbedingungen vorfinden. Das erste ist die Möglichkeit, per Rechnung zu kaufen. Der zweite Punkt ist dann von den Händlern selber ausgehend, dass man eben sehr liberale, kundenfreundliche Regelungen schafft. Also die Rücksendezeiten, die Fristen, die sind einfach viel länger, als es in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Und der letzte Punkt, in anderen europäischen Ländern ist es viel seltener ausgeprägt, dass man da kostenlos bei den Händlern zurückgeben kann. Genug Zeit und Möglichkeiten also, um die Produkte zu Hause erst ausgiebig zu testen und dann zurückzuschicken, mögliche Beschädigung inklusive. In Björn Asteckers Studie gaben die Händler an, deshalb aber nur ein gutes Prozent der retournierten Waren vernichten zu müssen. Das klingt gut, aber häufig wird das Problem einfach an die Retourenhändler weiterverkauft. Die wiederum schließen eine Rücksendung aus. Beschädigte Ware, Mehrfachartikel oder unbrauchbare Dinge aus der Mystery Box verbleiben dann beim Käufer, ebenso wie deren Entsorgung. Wir können, glaube ich, schon festhalten, dass wenn man die Aussagen der Händler einem Realitätscheck unterzieht, dass sich das in der Wirklichkeit etwas anders darstellt. De facto beobachten wir eher, dass die Händler versuchen, die Bearbeitungskosten zu minimieren. Indem sie Billigware an Drittanbieter verkauft. Fazit? Grundsätzlich kann man sagen, dass es nicht nur Müll war, was wir hier geschickt bekommen haben, aber es waren doch auch viele Produkte, die in so einer Hülle und Fülle vorkam, dass man das niemals alles allein verwenden und brauchen kann. Die Händler wissen das. Ihnen geht es darum, zumindest einen Teil der Mystery-Boxen abzuwälzen. CO2-Ausstoß für jedes verschickte Paket inklusive. Ganz oben steht für die Händler die Zufriedenheit der Kunden. Und man muss auch sagen, dass ihre Retouren einfach Teil dieses Geschäftsmodells sind. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die ganz klar belegen, dass im Falle einer erfolgreichen Retour der Kundenwert steigt, also der Kunde sich an diesen Händler gebunden fühlt. Das gilt besonders im Modebereich. Hier ist die Retourenquote mit bis zu 80% besonders hoch. Das weiß auch Matthias Brendel. Sein Ziel, Rücksendungen im Schuhhandel minimieren. Wir stellen immer wieder fest, wenn wir die Leute fragen, welche Größe trägst du durchschnittlich und das hinterher vergleichen mit der Größe, mit der sie am Ende rausgehen, nachdem sie alle verfügbaren Größen anprobiert haben, dann liegt die Erfolgsquote meistens bei 30% oder darunter. Denn Füße sind individuell und Schuhe fallen unterschiedlich aus. Die Folge? Es werden meist mehrere Schuhe bestellt, um das eine passende Paar zu finden. Der Rest geht retour. Matthias Brendel und sein Team wollen das Problem mit Technologie lösen. Dafür benötigen sie vor allem eins: Daten. Wir müssen genau verstehen, wie groß die Schuhe sind und wie viel Platz man durchschnittlich im jeweiligen Modell braucht. Und genau das testen wir im Rahmen von Anprobeaktionen wie heute. Das heißt, wir gucken uns an, wie viel Platz braucht der durchschnittliche Nutzer in einem gewissen Schuh. Dafür werden die Füße erst mit einem 3D-Scan genau vermessen. Danach unterschiedliche Modelle in verschiedenen Größen anprobiert. Wo drückt der Schuh, wo sitzt er zu locker? Die persönlichen Empfindungen werden im System hinterlegt. Die Daten und Infos helfen dann beim Online-Kauf. Mehrfachbestellungen sind dann nicht mehr nötig. Shops, die bereits mit der Software arbeiten, konnten ihre Retouren um etwa die Hälfte senken. Wie Dr. Björn Asteker errechnet hat, fallen pro Retoure etwa 850 Gramm CO2 an oder insgesamt 425.000 Tonnen jährlich. Was kann also getan werden, um künftig weniger Retouren auf unseren Straßen zu haben? Meine Position ist ganz klar, dass wenn man an diesem Retourenthema etwas verändern will, dann muss man aus meiner Sicht, weil der Markt wird es nicht regeln, politisch eingreifen und sagen, die Rücksendung, die kostet was. Das würde einiges verändern. Erste Online-Händler erheben nun Rücksendegebühren zwischen 2 und 3 Euro. Doch erst wenn die großen Händler nachziehen, wird sich wirklich etwas ändern. Ja, und wenn wir alle vielleicht ein bisschen überlegter bestellen und zurücksenden. Wenn wir über sich ausbreitende, gefährliche Viren sprechen, geht bei uns allen ja mittlerweile der verinnerlichte Pandemiealarm an. Wir fragen uns sorgenvoll, kommt da etwa wieder was Vergleichbares wie Corona auf uns zu? Beim Mpox-Virus gehen Experten derzeit nicht davon aus. Das muss man ganz klar sagen, unter anderem, weil es einen ganz anderen, besser zu kontrollierenden Übertragungsweg hat. Was nichts an der Tatsache ändert, dass es derzeit vielen Menschen gefährlich wird.
In Zentralafrika steigt die Zahl von Mpox-Erkrankungen und Todesfällen. Seit Juli wurden Ausbrüche in der Demokratischen Republik Kongo, Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda gemeldet. Die WHO rief eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Am schlimmsten trifft es die Kleinsten. Hautausschlag, Fieber und Schmerzen sorgen im zentralafrikanischen Goma für volle Krankenstationen. Der Osten des Kongo ist aktuell der Mpox-Hotspot. Eine Infektion endet hier für etwa jeden 20. Patienten tödlich. Besonders gefährdet sind Schwangere und Kinder. 95% der Patienten hier sind jünger als 18 Jahre. Die Erwachsenen machen also nur 5% aus. Der häufigste Ansteckungsweg ist der direkte Hautkontakt zu einer erkrankten Person. Daher kämmen Hilfsorganisationen sich nun mühsam durch die Dörfer, um darüber aufzuklären. Umarmen, Geschlechtsverkehr, Pflege von Angehörigen, all das kann die Krankheit übertragen, erklären sie den Menschen. Auch der Verzehr von ungarem Fleisch. Prävention ist zwar die beste Maßnahme, doch das allein reicht nicht. Der Kongo ist Krisengebiet. Viele sind auf der Flucht und können in beengten Lagern kaum Abstand voneinander halten. Das Virus ist längst in angrenzenden Ländern angekommen. Es braucht nun dringend Impfdosen. Inoffiziellen Schätzungen zufolge mindestens 10 Millionen allein in Afrika. Zwei Impfstoffe gegen Mpox gibt es bereits. Doch diese sind teuer und bisher nur in reicheren Ländern verfügbar. Denn bereits vor 2 Jahren ging eine andere Mpox-Variante in Europa und Nordamerika um, die von Afrika-Urlaubern mitgebracht wurde. Länder wie die USA, Deutschland und Spanien wollen von ihrem Bestand nun mehrere 100.000 Dosen spenden. Besser als nichts, finden internationale Beobachter. Was wir sehen wollen, ist eine globale Antwort, nämlich die Ressourcen zunächst dorthin zu bringen, wo das größte Risiko besteht. Was wir nicht sehen wollen, ist das, was bei Covid und anderen Pandemien passiert ist, dass Länder anfangen, Impfstoffe zu horten. Auch wenn wir verstehen, dass jeder so gut wie möglich sein eigenes Land schützen will, der beste Weg, die eigenen Bürger zu schützen, ist, den Ausbruch an der Quelle zu bekämpfen. Das dänische Pharmaunternehmen Bavarian Nordic produziert sein Mpox-Vakzin derweil auf Hochtouren. Ob die Kapazitäten ausgeweitet werden, darüber entscheidet natürlich das Geld. Wir könnten noch dieses Jahr 2 Millionen Dosen liefern und 10 Millionen Dosen bis Ende nächsten Jahres. Dafür müssten wir aber unsere Produktion umstellen und einige Entscheidungen sehr bald treffen. Und dafür bräuchten wir eine handfeste Bestellung und Sponsoren, die das möglich machen. Trotz des aktuellen großen Ausbruchs neu ist das Virus nicht. Mpox wurde bereits in den 70ern im Kongo entdeckt und ist inzwischen in Zentral- und Westafrika endemisch. Auch mit der nun ausgerufenen weltweiten Notlage wegen der neuen Variante der Clade 1b drohe keine neue Pandemie. Denn das Virus sei lange nicht so ansteckend wie ein Grippevirus. Mpox ist nicht das neue Covid. Egal, ob wir von Clade 1b sprechen, welche für den aktuellen Ausbruch verantwortlich ist, oder von Clade 2, die bei dem Ausbruch vor 2 Jahren auch nach Europa gekommen ist und seitdem hier zirkuliert. Über letztere Variante wissen wir schon eine Menge. Wir haben allerdings noch einiges über die aktuelle Variante, die Clade 1b, zu lernen. Zum Beispiel, wie ansteckend genau und auch wie gefährlich der Erreger unter besseren hygienischen Bedingungen ist. Und auch, ob die derzeitigen Impfstoffe gegen die neue und auch weitere Mpox-Varianten wirken. Vermutungen gibt es. Wir hatten ja vor 2 Jahren auch in Deutschland und anderen Ländern Impfkampagnen. Also könnte es da eine bereits bestehende Immunität geben. Ich mache mir zwar keine Sorgen, dass sich das Virus jetzt schnell außerhalb von Afrika verbreitet, aber es gibt ein ernstzunehmendes Risiko. Da alle Pockenviren aber recht ähnlich sind, könnte es gut sein, dass man, wenn man einmal gegen eine Pockenkrankheit immunisiert ist, auch gegen verschiedene andere geschützt ist. Das Virus kann gestoppt werden. Wichtig ist dafür mehr Ausrüstung und Impfstoffe in die Krisengebiete, eine bessere Überwachung des Infektionsgeschehens und ein geschlossenes Handeln der Weltgemeinschaft.
Wespen sind faszinierende Tiere. Auch die üblichen Arten, auf die wir im Garten treffen, spielen eine sehr wichtige Rolle für unser Ökosystem. Sie bestäuben, räumen organische Abfälle aus dem Weg, sind selbst auch Nahrung für andere Tiere. Und sie gelten als natürliche Schädlingsbekämpfer. Die Darwin-Wespen, die etwas anders aussehen und nicht stechen, könnten daher sogar eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielen. In der Schweiz wurden jetzt 200 neue Arten der Darwin-Wespe entdeckt. Diese minutiös dokumentierten Wespen wurden vor kurzem erstmals richtig bestimmt. So gibt es plötzlich 200 zusätzliche Wespenarten in der Schweiz. Dies dank Leihgaben aus den Museen in Lausanne und Bern, wo die Insekten teils über 150 Jahre in den Sammlungen darauf warteten. Mangelnde Ressourcen und fehlendes Fachwissen seien laut Projektleiter Noah Meyer die Gründe für die späten Funde. Und moderne Technik vereinfache nun die Aufarbeitung, damit die minimen Unterschiede zwischen den Arten ersichtlich werden. Dank neuen digitalen Mikroskopen kann man eigentlich alle wichtigen Merkmale, die man braucht für die Artbestimmung und auch um Arten neu zu beschreiben, abbilden, sodass man auch die Tiere weniger ausleihen muss und weniger Schäden entstehen an den Museumsexemplaren. Dies mache die Sammlung leichter zugänglich. Etwa für die künftige Erforschung der sogenannten Darwin-Wespe. Es handelt sich hierbei nicht um die allseits bekannten aggressiven Plagegeister. Darwin-Wespen sind parasitoide Schlupfwespen. Das heißt, sie suchen spezifisch ihre Wirtslarven auf, legen dort ein Ei ab und dann entwickelt sich die Larve der Wespe in diesem Wirt. Darum sind die Darwin-Wespen auch hochinteressant für die Schädlingsbekämpfung, weil sie oft sehr wirtsspezifisch sind und daher auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Vielleicht können die Casinaria affinis und ihre Verwandten einst gegen Schädlinge, zum Beispiel im Weinbau, eingesetzt werden. Wahrscheinlich zählt die Schweiz bis dann noch mehr einheimische Darwin-Wespen. Bislang waren 1900 Darwin-Wespen für die Schweiz bekannt. Also diese 200 neuen Arten sind praktisch ein 10% Zuwachs. Und wir schätzen, dass es insgesamt gegen die 3000 Arten sein können, die in der Schweiz vorkommen. Es gibt sie also auch. Wespen, deren Entdeckung entgegengefiebert werden kann. Und wir fiebern morgen 18.30 Uhr entgegen. Da sind wir mit Nano natürlich wieder am Start und haben das Neueste aus der Wissenschaft im Gepäck. Insofern sind wir doch verabredet. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Tschüss.